In Russland ist ein Mann an Milzbrand gestorben. 10 andere liegen mit Infektionsverdacht in Sibirien im Krankenhaus. 2 Fälle von Milzbrand oder Anthrax habe das Krankenhaus bestätigt, so das Ministerium für Katastrophenschutz. Im Dorf Druschba in der Altai-Region in Westsibirien waren in den letzten Tagen rund 10 Rinder verendet. Ein 38-jähriger Geschäftsmann hatte aus einem der Kadaver eine Probe herausgeschnitten. Er schnitt Fleisch aus der toten Kuh, das machen wir immer so. Er hatte zwar einige kleinere Schnittwunden an den Armen, aber nicht den geringsten Verdacht. 3 Tage später bekam er Fieber, seine Frau brachte ihn ins Krankenhaus, aber... Für Milzbrand hochempfänglich sind unter anderem Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde. Die Sporen von Milzbrandbakterien können Jahrzehnte überleben oder sogar Jahrhunderte. Die Region in Westsibirien steht unter Quarantäne.